Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem neuen und kurzen Let's Talk meinerseits, in dem ich euch kurze Neuigkeiten rund um meinen Kanal Big Feisty respektive um meine Person zeigen möchte. Und zwar habe ich mich jetzt dann nach längerer Überlegung doch dazu entschlossen, den Let's Play Part, wenn man jetzt mal hier die letzten Uploads von mir sieht, dann ist es ja durchaus so, dass ich jetzt zuletzt sehr viel Let's Plays gemacht habe. In dem Fall war es, oder ist es jetzt die Crash Bandicoot Insane Trilogy, zu der gerade ein Let's Play läuft. Und ich habe mir überlegt, wenn man jetzt mal hier schaut, was ich ja sonst so auf meinem Kanal habe, mehrteilige Projekte, die beiden Let's Makes, wo ich MacBook Pro respektive Mac Mini mit SSD und RAM upgegradet habe. Normale Unboxings, die bei mir unter Let's Open laufen, zu diversen Produkten aus dem Bereich Technik und Gaming. Dann die Spezialkategorie Let's Loot, wo ich Loot Raider Boxen ausgepackt habe, die es mittlerweile leider gar nicht mehr gibt. Programm- und Produktvorstellung, wobei es bis hier aktuell unter der Kategorie Let's Show nur App-Vorstellungen gab. Hier dann eben die drei Let's Plays, zwei sind bereits abgeschlossen und eins läuft noch. Und dann hier meine Let's Talks und dann hier die Special Playlist, wo Videos dann gelistet sind, die gar nicht von mir selbst sind, beziehungsweise wo ich für andere YouTuber einen Beitrag produziert habe, der dann auch entsprechend in dem Video verwendet wurde von dem entsprechenden YouTuber. Und ja, die Videos habe ich hier dann auch verlinkt, damit man sehen kann, dass ich auch durchaus bei dem einen oder anderen YouTuber erfolgreich mit einem Beitrag mitgewirkt habe. Ist im Moment nur ein Video, aber die würde ich oder poste ich halt hier drunter. So, mir ist allerdings aufgefallen, wenn man jetzt hier mal so schaut, ich habe jetzt 68 Abonnenten. Und ich habe mal in den Analytics, das brauche ich euch jetzt nicht zu zeigen, ich sage es einfach mal, gesehen, dass ich theoretisch jetzt schon mit dem Kanal hier, der ursprünglich mal als Technikkanal gedacht war, mit ein paar Unboxings zu Lootboxen und ähnlich, dass ich hier doch ja, gesehen habe, dass ich durchaus viele Abonnenten schon verloren habe. Ich könnte theoretisch, das sage ich euch jetzt einfach mal so an der Stelle, schon bei 93 Abonnenten sein, meine ich, war das letzte, was ich gesehen habe. Das heißt, ich habe immerhin schon 25 Abonnenten verloren. Und das ist natürlich bei der eh noch kleinen Größe verhältnismäßig viel. Und ich habe aufgrund der Analysedaten von YouTube auch den Eindruck, dass das mitunter auch daran liegt, dass ich im Moment oder zuletzt sehr viel Let's Play gemacht habe. Denn ich sehe es an den Klickzahlen. Verzeihung. Die Let's Plays werden leider nicht wirklich so viel geschaut. Ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Aber es ist einfach Fakt. Und die meisten Klicks erziele ich halt auf diesem Kanal hier mit den anderen Videos. Und ich habe ja auch in den letzten Let's Play Parts hier gesagt, dass ich durchaus wieder was anderes machen möchte. Und das wird auch kommen. Es wird auf diesem Kanal Big Feisty weiterhin Technikvideos, Unboxings und Projekte und ähnliches geben, sobald ich dafür Zeit finde. Es ist aber nun mal eben relativ zeitintensiv und da ich einen Vollzeitjob habe, ist es nicht immer so einfach möglich, nebenbei große Projekte auf die Reihe zu stellen, da sich auch in meinem Privatleben jetzt zuletzt einiges zum Positiven verändert hat, aber dadurch etwas weniger Zeit ist. Deswegen habe ich mich heute an diesem 8. April 2018 dazu entschieden, ihr könnt es ja hier eigentlich auch schon sehen, einen Zweitkanal aufzumachen, den ich jetzt Play Stefan genannt habe. Mit dem Untertitel Let's Plays by Big Feisty. Das ist ja mein Pseudonym im Grunde genommen und auch mein Nick beispielsweise im Xbox One bzw. Microsoft Universum und auch bei Sony. Wenn man mich da im PlayStation Network oder eben bei Microsoft sucht, dann wird man mich mit diesem Namen normalerweise finden. Also sollte so sein. Gut. Und ich habe mir gedacht, okay, du machst das jetzt so, du ziehst jetzt noch dieses dritte Let's Play, was gerade läuft, zur Crash Bandicoot Insane Trilogy, beziehungsweise zum dritten Teil von Crash Bandicoot, das ziehst du jetzt noch auf dem Kanal Big Feisty zu Ende durch, weil ich nicht mittendrin ein Projekt canceln möchte und verschieben möchte. Aber ab dem Zeitpunkt, sobald das Let's Play hier abgeschlossen ist, werden Let's Plays, denn ich habe Bock auf Let's Plays und es macht mir wirklich Spaß, die werden aber dann künftig unter diesem Kanal hier, also Play Stefan, Let's Plays by Big Feisty. Stefan ist halt mein Name, hatte ich ja auch irgendwann mal in einem Let's Play Part erwähnt, im allerersten Let's Play, glaube ich. Er werde die Let's Plays eben hier auslagern.
Ihr könnt es hier oben auch schon sehen. Auch passend hierzu habe ich bereits einen Twitter-Account angelegt mit dem Namen PlayStefan in Klammern Big Feisch die LPs, also Let's Plays. Und finden könnt ihr mich hier quasi unter dem Namen @PlayStefan4, weil PlayStefan schon belegt war. Aber es passt auch ganz gut, weil ich habe ja auf der PlayStation 4 mein erstes LP gestartet. Von daher ist das hier mit der 4 ganz lustig. So, das heißt, es wird in Zukunft dieser Twitter-Account hier mit allen Let's Play-relevanten Themen gefüttert werden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Twitter-Account auch schon befütter mit den noch verbleibenden LP-Parts auf meinem Hauptkanal, der ja weiterhin bestehen bleibt, oder ob ich diesen Twitter-Account wirklich erst benutze, sobald das erste Let's Play auch auf diesem Kanal hier startet. Nochmal, also zur Änderung. Mein Hauptkanal, Big Feisch, die bleibt bestehen, aber sobald das jetzt laufende LP abgeschlossen ist, so Crash Bandicoot 3, werden die LPs in Zukunft auf den neuen Zweitkanal wandern und Infos zu diesem Zweitkanal wird es dann eben auf diesem Twitter-Account hier geben, den ich dafür extra angelegt habe. Und ob es dann zukünftig auch wieder eine Facebook-Seite und Google Plus und so weiter geben wird, das weiß ich noch nicht, das entscheide ich dann spontan, aber erstmal lasse ich das so mit diesem Zweitkanal und dem Twitter-Account und alles weitere, beziehungsweise weitere Infos wird es dann in der nächsten Zeit geben, über meinen Haupt-Twitter-Account, damit alle User, die mir jetzt followen, beziehungsweise alle, die meinen Hauptkanal abonniert haben, die Info halt auch haben, deswegen mache ich das Video auch jetzt für meinen Hauptkanal gerade und ja, dann werde ich da in Zukunft weitere Informationen preisgeben, damit die Leute, die mich jetzt vielleicht hier auf dem Hauptkanal abonniert haben, um Let's Plays zu gucken, dann zukünftig wissen, okay, Let's Play findet dann halt in Zukunft auf dem Kanal PlayStefan statt. So, das soll es aber zu diesem kleinen, aber feinen Infovideo, was jetzt auch schon wieder fast 8 Minuten gedauert hat, gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt ein Stück weit Verständnis dafür, dass ich diesen Weg gehe, weil ich möchte schon den Leuten, die hier ursprünglich diesen Hauptkanal abonniert haben, den möchte ich schon auch den Content bieten, der hier größtenteils eigentlich ja, gehostet ist und auch existiert. Und ich möchte auch diesen Content weiterhin auf diesem Kanal hier liefern. In welcher Regelmäßigkeit mir das gelingt, weiß ich noch nicht, aber es wird auf jeden Fall hier auch wieder Content kommen. Let's Plays, wenn das jetzige abgeschlossen ist, laufen aber dann künftig eben auf diesem Zweitkanal, den ich jetzt neu erstellt habe. Ich habe das Bestehende sowie die abgeschlossenen LPs hier trotzdem mal verlinkt, damit man hier auch die Verknüpfung zueinander hat und ja. Das einfach nur als Info für alle meine 68 Abonnenten des Hauptkanals. Und dann hoffe ich mal, oder werde ich mal schauen, wie sich das entwickelt, ob ich mit diesem Zweitkanal dann auch ein paar Abonnenten bekommen werde, wie sich die Abonnentenzahl auf meinem Hauptkanal entwickelt, wenn ich jetzt eben den Let's Play Part komplett auslagern werde und so weiter und so fort. Ich bin mal gespannt, wie das so läuft und ob das so funktioniert, wie ich mir das im Moment vorstelle. Jedenfalls denke ich da doch, dass ich dem einen oder anderen da ein Stück weit entgegenkomme, der vielleicht eben, wie gerade schon gesagt, diesen Kanal nicht wegen LPs hauptsächlich abonniert hatte, sondern eben vielleicht wegen den anderen Videos. Und da Let's Play wirklich so eine spezielle Thematik ist, möchte ich das eben wirklich jetzt dann doch künftig auch ausgegliedert wissen. Und außerdem finde ich den Namen cool mit diesem PlayStation 1 Font, den ich mir heute extra noch rausgesucht habe. Das Logo ist jetzt auch erstmal ein erster Entwurf, aber dafür finde ich es eigentlich ganz gut gelungen. Könnt ihr ja gerne auch mal was zu schreiben und mich kontaktieren über Twitter oder ähnlich. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne nochmals, jetzt sind wir nämlich dann schon wieder fast bei 10 Minuten. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem kurzen Let's Talk, in dem ich euch mal kurz über Kanalinfos bzw. Änderungen zum Kanal und Infos zum neuen Kanal informiert habe. Und ja, ich hoffe, dass ihr gesund bleibt, auch beim nächsten Video wieder dabei seid. In der kommenden Woche geht es dann natürlich weiter mit dem nun laufenden Let's Play. Und ja, wäre schön, wenn ihr da reinschaut und mich weiter verfolgt und unterstützt natürlich.
mit Likes und vielleicht auch ein Abo, wie auch immer. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Nochmals, bleibt gesund und dann, ja, bis zum nächsten Video. Ciao.